Braucht ihr etwas Abwechslung? Versucht doch einen guten Streich zu finden. Du bist zu weit gegangen. Ein Fluch wird auf dich gelegt. Dreh dich nicht um. Und schau auch nicht zurück. Ach, du bist es. Überraschung. Ah, Dämon, geh weg. Eine Socke. Noch eine. Und noch eine. Das ist nicht mehr lustig. Warum kann er die nicht einfach in die Wäsche legen? Ich werde meinem Freund eine Lektion erteilen. Ich könnte ja seine Socken antackern. Oh, eine tolle Girlande. Hast du meine Socken gesehen? Na, hier sind sie. Wow, was für eine Sockengirlande. Aber ich brauche nur zwei. Ich liebe es, meine Freundin zu erschrecken. Mein Bild ist in diesem Glas. Ich stelle das Glas in den Kühlschrank, damit sie es auch gleich bemerkt. Meine Freundin wird diesen Streich trotzdem witzig finden. Ah, oh Gott, was ist das denn? Na, warte. Das zahle ich dir sowas von zurück. Mein Freund interessiert sich überhaupt nicht für Mode. Ich muss wohl etwas dagegen tun, damit er mit mir shoppen geht. Es sieht so aus, als hätten Diebe meinen Schrank geplündert. Oder meine Freundin hat sich die Klamotten geschnappt. Sie hat wenigstens einen Schlafanzug dagelassen. Ich muss doch beim Vorstellungsgespräch super aussehen. Ob die wohl auch einen Job für Stitch haben? Schließ deine Augen. Ich habe eine Überraschung für dich. Du bekommst eine Menge Klebeband. Warte noch. Das soll doch eine Überraschung sein. Und das ist die Überraschung. Ah, Hilfe, ich kann nichts sehen. Ich kann nicht einmal meinen fiesen Freund sehen. Wo bin ich? Hilfe! Ich habe lange keine Blumen mehr für meine Freundin gekauft. Moment mal, diese hier sind doch schön. Ich mache schnell ein Foto und schicke es ihr. Da wird sie sich bestimmt freuen. Was? Ein Foto von einer Balkonpflanze? Na warte, setz dich. Ein schönes Abendessen erwartet dich. Ein Drei-Gänge-Menü, so wie du es magst. Genieß es. Ein Bett mit meinem Freund zu teilen kann super anstrengend sein. Ich könnte ersticken. Erfrieren. Oder mir das Genick brechen. Es ist Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Hey, genug geschlafen. Wach auf. Ich bin's, deine Zombie-Freundin. Na, was sagst du? Oh Gott. So, jetzt habe ich endlich wieder Platz. Ich habe ein neues Smartphone für dich. Wach auf, die Banane ruft. Hallo? Was? Haha, sehr lustig. Ihr Bananensmartphone hat ein schlechtes Signal. Mein Freund wird gleich keine Brusthaare mehr haben. Was, du hast dich immer noch nicht rasiert? Dann werde ich mal nachhelfen. Mal sehen, was er zu einem Wachsstreifen sagen wird. Oh Mann, was soll das? Los, zieh den Wachsstreifen ab. Mach dich bereit, Wachs. Wie sehe ich aus? Perfekt. Du siehst von hinten aus wie ein Mädchen. Oh, sie kommt.
Komm, wir umarmen uns. Ich bin zu Hause. Oh, wie konntest du nur? Was soll das? Wer ist sie? Oh, Überraschung. Ich hab dich. Du hättest dich sehen sollen. Der Streich ist super gelungen. Meine Mutter hat mir geschrieben. Sie will mich besuchen kommen. Na endlich, du und meine Mutter kommt. Ja, super. Was ist denn? Freust du dich nicht? Es war doch letztens so lustig. Hi, Mom, da bist du ja endlich. Erinnerst du dich an meinen Freund? Meine Freundin ist nur am Meckern. Wir streiten uns jeden Abend. Aber ich hab es satt. Hey, ich muss mit dir reden. Ich benutze einfach die Gesetze der Physik gegen sie. Etwas Magnetkraft. Und ich habe die volle Macht über ihre Hosenträger. Jetzt wird sie endlich ruhig sein. Mein Freund ist so ungeduldig. Hey, wie lange brauchst du noch? Hey, nerv nicht. Jetzt ist mein Make-up verschmiert. Ich sehe aus wie Joker. Das bekommst du zurück. Ich lackiere die Seife mit klarem Nagellack. Mal sehen, wie lange er braucht, um sich die Hände zu waschen. Endlich! Aber warum geht die Seife nicht? Hä, ist das etwa keine Seife oder was? Ich verstehe. War ja klar. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Bereit? Du wirst ausrasten vor Freude. Oh, wow, ein neues Smartphone. Ja, ich wollte schon immer... Nudeln? Dein Ernst? Das ist doch praktisch. Das ist ein Ei-Nudel. Sehr witzig. Mein Freund schläft so friedlich. Er sieht so süß aus, wenn er schläft. Aber ich bin immer noch sauer auf ihn. Die Rache wartet schon. Unser Heimsalon hat einen neuen Service. Ich lackiere deine Nägel, wenn du schläfst. Das spart Zeit und Energie. Aber ich muss mich beeilen. Sonst bekommt er es noch mit. Guten Morgen. Eine bunte Überraschung wartet auf dich. Ah! Das bekommst du zurück. Füll zuerst eine Seifenflasche mit Mayonnaise. Mein Freund liebt Mayo. Schnell noch mein Gesicht waschen. Oh, was ist das für ein Geruch? Ist das eine neue Sorte? Das ist so widerlich. Kannst du mir meine Schlafmaske geben? Klar, aber ich will die noch schnell verschönern. Hier, du wirst dich sowas von wundern. Was für ein schöner Morgen. Jetzt kann ich gut in den Tag starten. Oh nein, warum sehe ich aus wie ein schwarzer Schwan? Pass ja auf. Meine Freundin schläft wie ein Engel. Und ich helfe ihr beim Frisieren. Ich binde ihr Haar ans Bett. Es ist schön lang. Damit bekomme ich einen Knoten hin. Und jetzt? Aufwachen! Hey! Was?
Oh Gott, meine Haare! Pass ja auf, wenn du schläfst. Ich habe mein Lieblingsgericht für meinen Freund gekocht. Das sind viele Burger. Guten Appetit. Hm, was liegt denn da? Es schmeckt ja nach Weingummi. Was ist das denn? Meine Freundin konnte noch nie kochen. Dieser Typ will endlich seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Was für ein aufregender Moment. Und seht euch seinen Ring an. Willst du mich heiraten? Hatschi! Oh nein, alles andere als das. Mein Ring, wo bist du? Ich finde dich. Puh, da ist er ja. Er ist unversehrt. Hey, das war ein Streich. Hier ist der echte Ring. Das ist aber nicht der beste Weg, um der Zukünftigen einen Streich zu spielen. Schnell weg hier! Wie fandet ihr unsere Paarstreiche? Schreibt uns, ob ihr auch dasselbe macht. Erschreckt ihr sie oder ihn nachts? Gebt ihr Gummiessen oder schenkt ihr ungewöhnliche Geschenke? Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!